Hallo ihr Lieben, ich habe heute einen Haul von der lieben Sweet Marilou. Ich zeige es euch mal. Das ist eine Facebook-Sammelbestellergruppe. Sie hat aber auch einen Shop, wo ihr bestellen könnt. Da ist allerdings nicht so viel an Ware drin. Es gab so ein kleines Perlenengelchen dazu als Dankeschön. Vielen Dank. Dann zeige ich euch mal, was ich geshoppt habe. Es gab nämlich einige Schnäppchen im Lagerordner. Einmal habe ich mir hier so eine Mega-Rolle mit 25 Metern vom Sticky Tape in 6 mm mitgenommen für 3,92 €. Das benutze ich gerade für Albenbindung. Das hält nämlich super toll. Dann einmal ein Wink of Stella Stift. Das ist so eine Spitze. Seht ihr das? Nicht besonders gut in der Kamera zu sehen. Der ist jetzt clear mit Glitzer, um kleine Akzente zu setzen. Finde ich den ganz toll. Der hat gekostet 1,52 €. Auf vieles gab es jetzt nämlich 20%. Dann durften mit für jeweils habe ich hier bezahlt 4,72 €. Es gab nämlich 20%, weil sie irgendwie, glaube ich, Geburtstag gefeiert hat. Iced Spruce, Fossilized Amber und Vintage Photo. Das waren die drei Farben im Ordner, die ich noch nicht hatte. Die durften also mit. Dann zweimal Nouveau Embellishment, muss in zwei Farben, die mir noch fehlten. Coral Calypso und Fresh Copper. Sehr schöne Farben, wie ich finde. Kupfer stehe ich auch total drauf. Die haben jeweils 4,72 € auch gekostet. Dann Nouveau Mica Mist in Pink. Ich habe das in Lila und in Gold bereits. Fand ich auch sehr schön. Oriental Fuchsia. Das hat gekostet 2,80 €. Dann die Glimmerpaste. Die habe ich schon in Weiß. Allerdings auch noch nicht benutzt. Muss ich unbedingt machen. Schaut mal, seht ihr das, in was für Farben das funkelt? Ich habe mir gedacht, für so Unterwasserszenen kommt auch das Blaue sehr gut. Saphir Blue. Das hat gekostet 5,20 €. Und dann habe ich mir ausgesucht, da meine kleine Nichte totaler Fan vom Disney-Film Vaiana ist, dieses Papier. Da möchte ich mal ein schönes Album draus werkeln und Fotos von ihr reinmachen. Hier seht ihr es nochmal so ein bisschen. Habe ich vorher noch nie gesehen, fand ich toll. Hat gekostet 9,59 €. Und dann habe ich aus dem Lagerordner dieses mitgenommen. Von CC Design die Stempel für 11,92 €. Fand ich total niedlich. Diese Meerjungfrau und dieses kleine Strandmädchen. Sommer ist ja immer total mein Thema. Merkini heißt es. Dieses durfte mit. Dann einmal von Lindy Stamp Gang ein Magical Shaker in Bavarian Blue. Den habe ich noch nicht. Muss ich noch ein bisschen sauber machen. Die glimmern immer so schnell aus, aber die schimmern sehr schön. Der hat gekostet 3,76 €. Dann durfte eine Schablone mit von Create a Smile. Diese, mal gucken, ob man das sieht. Ja, wie so ein, fast eine Sonne. Focal Point heißt die. Genau. Für 3,92 €. Diese. Dann habe ich mir einmal Glue Drops mitgenommen. Die kann man immer mal brauchen in 4 mm, also recht kleine. Haben gekostet 2 €. Rechnung einmal drehen. Dann hatte sie ein bisschen Dudelbackpapier im Ordner für 5,59 € jeweils. Da habe ich mir diesen nochmal geholt. Den habe ich schon, aber ich wollte noch einen zweiten für ein Album. Dann durfte auch noch Fairy Tales mit. Den habe ich bereits auch einmal, aber auch wenn ich ein Album machen möchte, sind zwei immer besser. So, dann durften ein paar Alkoholinks mit. Und zwar habe ich mich einmal für ein Set entschieden für 12,51 €. In diesen drei Farben, Eggplant, Letouche und Cranberry. Da sammle ich momentan noch so ein bisschen. Dann Einzelfläschchen Honeycomb und Mermaid für je 3,87 €. Dann habe ich mir bestellt, da ich Ersatz für meinen Schneider von Stampin' Up! Brauche, von Fessen den großen mit 16 cm und ausklappbarem Arm. Muss ich mal schauen, wie der ist im Vergleich zu dem von Stampin' Up, ob ich damit klarkomme. Hat gekostet, wo steht er denn jetzt? 19,90 € und zwei Ersatzklingen habe ich auch gleich dazu bestellt für, wo sind sie? 4,90 €, genau. Dann ein Nouveau Shimmer Powder in der neuen Farbe Golden Sparkler. Auch sehr interessant, bin ich gespannt, wie das ist. Das durfte mit für 2,80 €. Dann hatte ich mir noch einmal von Ranger so ein Alkohol-Ink Cardstock, kann heute nicht sprechen, sorry, bestellt für 5,76 €. Da gab es 10%. Dann durften aus dem Lagerordner noch
Einmal hier diese Papiere mit für je 4,10 € von Yvonne Creations Happy Tropics. Ja, wer mich kennt, tropisch, Sommer, einfach mein Thema für ein Album. Und auch von Yvonne Creation habe ich diese süßen 3D-Motive mitgenommen. Die muss man jetzt auch nicht ausschneiden, nur deswegen habe ich sie genommen. Die kann man so rausdrücken. Da hat ein Bogen 99 Cent gekostet. Fand ich ganz witzig, kann man mal was Niedliches mitmachen oder vielleicht so ein Albumcover sogar dekorieren. Dann hatte ich noch eine zweite Bestellung, die kam heute an. Ich habe extra gewartet, dass ich es zusammenlegen kann. Und da habe ich mir noch mal ein bisschen was bestellt. Und zwar durften jetzt hier mit einige Stempel von CC Design. Dieses Set Santa and Friends, das fand ich schon immer total niedlich, schon letztes Jahr. Da seht ihr es noch mal. Das durfte jetzt auf jeden Fall mit. Das war zum regulären Preis von 14,90 €. Dann habe ich mir ausgesucht, wollte ich schon immer mal eine haben. Die anderen waren recht teuer für 19,90 €. Diese kleine Tasche, die man hier stanzen kann von CC Design, fand ich total niedlich. Dieses, dann durfte auch von CC Design dieses Set einziehen. Mit den süßen Schneemann-Jungs oder Kindern. Finde ich total süß. Snowman Kids, auch 14,90 €. Dann das kleine mit den Eichhörnchen hatte ich auch noch nicht für 3,90 €. Da seht ihr sie nochmal. Total niedlich jetzt so für den Herbst. Und super für ATCs, weil sie klein sind. Dann durften Foampads mit. Einmal 1 mm dicke und einmal oder zweimal 1 mm und zweimal 3 mm. Die braucht man immer. Die gehen gerade momentan sehr viel drauf. Für je 1 € und... Nee, gar nicht. Für je 70 Cent ist der Einzelpreis. Dann den Ring of Stella Stift, den ich vorhin schon gezeigt habe. Einmal in Silberglitzer habe ich ihn noch mitgenommen. Für 1,52 €. Dann durften auch diese witzigen Weihnachtsmänner einziehen für 11,90 €. Da kam ich jetzt doch nicht drum rum. Ich finde sie einfach lustig. Es ist mal was anderes zu Weihnachten. Und ja, warum nicht? Diese. Dann noch ein Nouveau Mica Mist Wild Olive. Sehr schön für Weihnachten, wie ich finde. Dieser Grünton. Das schimmert sehr schön. Für 2,80 €. Da gab es wieder 20% drauf. Dann einmal gesteckt im Paket fest. Sorry. Moment. Reingepresst. Eine Schablone von Dutch Dubadoo. Finde ich sehr schön für Unterwasserszenen. Wavy Stripes an A5. Diese hat gekostet 3,90 €, war ein regulärer Preis. Dann fehlten mir noch ein paar Nouveau Drops. Einmal Crystal Drop Gloss Woodland Green. Ja, wenn er jetzt mal wieder scharf stellen würde. Und Antique Rose. Das ist so ein schimmernder für meine Sammlung. Für je 2,80 €. Dann gab es noch mit 20% im Lagerordner für 10,32 € ein Set von Create a Smile. Dieses hier, da fand ich die Motive ganz niedlich. Superpowers möchte ich auch wieder für ATCs nutzen, von der Größe her optimal. Und es durften auch nochmal einziehen zwei Farben Alkohol-Inks, einmal die Farbe Pool und einmal Aqua. Ihr seht schon, ich bin so ein bisschen drauf aus, so Wassertöne für Wasser Hintergründe, Untergründe zu machen. Und in diesem Päckchen gab es auch wieder das Visitenkärtchen und diesmal ein Mini-Kärtchen gebastelt von der lieben Kimberly aus dem Design-Team von der Simone mit Shimmerpowder gestaltet. Seht ihr das? Das funkelt im Hintergrund so. Ganz süß. Ja, ihr Lieben, es waren einige Sachen, die jetzt hier einziehen durften. Ich muss das doch erstmal verräumen, aber ich wollte euch auf jeden Fall zeigen, was ich dafür Schnäppchen gemacht habe. Ein paar Sachen habe ich mir auch noch mal rausgesucht. Es gab jetzt von den Oxide Sprays, welche für 4,13 € im Lagerordner. Da habe ich noch mal zugeschlagen. Ich glaube, 7 Farben. Ich wollte nicht alle, aber irgendwann sind es vielleicht doch alle. Wenn es immer so Schnäppchen gibt, kann ich nicht drum rum. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.